Jetzt also doch, Bayern-Star Nusa Azraoui steht kurz vor einem spektakulären Transfer. Was ist da auf einmal los bei Yusufa Mokoko und Borussia Dortmund? Und gibt's rund um Xavi Simmons jetzt etwa doch noch eine spektakuläre Wendung? Ihr kennt das Ganze, alle Infos, die ihr braucht, immer hier kurz und kompakt. Ich bin gespannt, was ihr sagt, aber jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, und wir starten auch erstmal direkt rein mit dem FC Bayern, da gibt's nämlich ganz, ganz schlechte Neuigkeiten. Beim gestrigen Testspiel der Münchner gegen den ersten FC Düren musste VfB-Neuzugang Hiroki Ito nämlich ganz früh ausgewechselt werden. Und auch wenn es anfangs noch keine klare Diagnose gab, ist jetzt mittlerweile bekannt, dass der 25-Jährige längere Zeit ausfallen wird. Ito hat sich nämlich einen Mittelfußbruch zugezogen und steht Vincent Company damit mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Damit ist jetzt auch zu 100% geklärt, dass die Bayern einen weiteren Innenverteidiger verpflichten müssen. Jonathan Tarr, das wisst ihr, ist der Wunschtransfer. Max Eberl wird jetzt alles versuchen, um den 28-Jährigen nach München zu bringen. Was das jetzt zum Beispiel auch für Verkaufskandidat Matthijs de Licht bedeutet, das ist momentan natürlich noch nicht ganz klar. Aber ganz sicher ist, dass das die Transferplanung von Max Eberl auf jeden Fall auf den Kopf stellt. Und dann bleiben wir auch noch bei den Münchnern, weil wir müssen uns selbstverständlich auch noch ganz kurz über Nusaya Masraoui unterhalten. Auch rund um Masraoui gab es in den letzten Tagen ganz viel Drama. Eigentlich wollte man den Transfer ja schon letzte Woche über die Bühne bringen. Ursprünglich war ja geplant, dass West Ham United den 26-Jährigen verpflichtet, aber die konnten sich damit der Beraterin von Masraoui nicht einigen. Das war für die Bayern natürlich eine sehr schlechte Nachricht, weil man ganz dringend Transfereinnahmen generieren möchte. Aber jetzt gibt es neue positive Berichte, die davon sprechen, dass Nusaye Masraoui ganz kurz davor steht, zu Manchester United zu wechseln. Zwischen den Bayern und dem Premier League Club ist alles geklärt, es steht eine Ablösesumme von ca. 25 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen im Raum. Auch Masraui selbst ist bereit für diesen Wechsel, er möchte sich seinem alten Trainer Eric Den Haag auf jeden Fall anschließen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt muss man auf jeden Fall noch auf die Bremse treten. Es gibt noch ein ganz, ganz wichtiges Detail, was alle Beteiligten klären müssen. Und zwar geht's da genauer gesagt um noch United Star Aaron wan Bisaka. United muss erstmal einen Spieler verkaufen, bevor man den Masraui-Transfer dann wirklich über die Bühne bringen kann. West Ham und Manchester haben bereits eine Ablösesumme vereinbart, das einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Einigung mit der Spielerseite. Solange One bissaka nicht zu West Ham wechselt, wird es auch keinen Masraui-Transfer geben, aber nichtsdestotrotz sollen alle Beteiligten zuversichtlich sein, dass dieser Transfer zeitnah über die Bühne gehen wird. Was meint ihr, richtige Entscheidung der Münchner Nusaya Masraui abzugeben? Oder hätte er Vincent Company Co. noch weiterhelfen können? Ja, und dann kommen wir selbstverständlich auch direkt zu Borussia Dortmund. Auch da hat man ein ähnliches Problem wie die Münchner. Auf der Einkaufsseite war man schon sehr fleißig, aber man möchte und muss natürlich auch den ein oder anderen Spieler verkaufen. Besonders auf der Stürmerposition ist man spätestens seit der Verpflichtung von Serugirasi bereit, sowohl Sebastian Allaire als auch Yusufa Moukoko zu verkaufen. Und genau bei Moukoko wird es auch erst interessant, weil jetzt hat sich auch mal der Berater des 19-Jährigen zu dieser ganzen Thematik geäußert. Der hat nicht nur bestätigt, dass Mokoko Borussia Dortmund verlassen möchte, sondern hat gleichzeitig auch mal ein paar Ansagen verteilt. Erstmal hat er darüber gesprochen, dass Mokoko natürlich große Qualitäten hat, aber die in der vergangenen Saison einfach nicht zeigen konnte. Er meinte, dass man Mokoku sehr viel versprochen hat, was nicht eingehalten wurde, auch was das Thema Weiterentwicklung und Spielzeit betrifft. Ihm ging es auch nie ums Geld, er soll sogar lukrativere Angebote erhalten haben mit dreifachem Gehalt im Vergleich zu Borussia Dortmund. Sie wollten auch, dass es anders läuft, aber das ist halt auch der Fußball. Jetzt erkundigt man sich nach potenziellen Interessenten, er spricht von England, Frankreich und Spanien. Da muss man natürlich erstmal abwarten, auch wenn die Dortmunder Mokoko keine Steine in den Weg legen, möchte man trotzdem eine ordentliche Ablösesumme für ihn kassieren. Und da stellt sich natürlich wiederum die Frage, ob ein anderer Verein bereit ist, so viel Geld für einen Spieler zu bezahlen, der einfach nicht so viel Einsatzzeit bekommen hat. Das wird sich zeigen, aber was man ganz klar sagen kann, ist, dass wir Yusufa Mokoko mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nächste Saison in einem anderen Trikot sehen werden. Ja, und abschließend kommen wir selbstverständlich auch nicht drum rum, nochmal ganz kurz über Shabi Simmons zu sprechen. Das Drama, es zieht sich einfach weiter und weiter, mittlerweile ist klar, dass Simmons dann doch eher zu einem Verbleib in Leipzig tendiert. Auch wenn Max Eberl und Co. alles versuchen, um den 21-Jährigen zu verpflichten, scheinen die Probleme dann einfach zu groß. Aber zur Wahrheit gehört auch, die Tür ist noch nicht zu 100% geschlossen und genau da heizt Shabi Simmons die Gerüchteküche jetzt von selbst nochmal an. Er hat nämlich mal wieder ein sehr spannendes Zitat gepostet, was genau zu seiner Situation passt. Die Worte, nicht jede geschlossene Tür ist verriegelt, Drücke dagegen, ist für viele ein Hinweis, dass er vielleicht doch zum FC Bayern wechseln möchte. Da kann man natürlich sehr viel spekulieren, momentan geht die Tendenz aber noch immer Richtung Leipzig. Aber ich frage natürlich auch hier gerne euch, was meint ihr? Spielt Xavi Simmons nächste Saison in München oder bleibt er vielleicht doch noch ein Jahr in Leipzig? Ansonsten war es aber auch direkt schon wieder von mir. Vielen Dank natürlich, dass ihr am Start wart, macht's gut und bis zum nächsten Mal.